Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, euch allen einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Isan. Und ja, es ist 7 Uhr morgens und wir warten auf unseren Chang jetzt. Es regnet nicht und da haben wir ja einiges vor heute. Wie gesagt, die Bambushütten abreißen und. Also jede Menge Arbeit heute. Und dann nachmittags muss ja meine Frau wieder ihre Vorbereitungen treffen mit ihren Klipp-Up und so für den Markt. Was wir jetzt zusätzlich noch am Markt haben, sind noch ein paar Früchte. Zeige ich euch gleich. Habe ich hier schon vorbereitet. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, ich oder wir sind froh, dass wir wieder daheim sind. Im Urlaub war es sehr schön, aber zu Hause ist auch schön. Und am meisten hat sich natürlich unsere Nini gefreut, dass wir wieder da sind. Ne? So, die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen runter. So. Also Leute, über die Früchte jetzt möchte ich euch einfach mal die zeigen, was wir da eingekauft haben. Und zwar, als wir am Weg zurück waren von Pattaya, gab es da so einen Straßenverkauf, eigentlich mehrere. Und die haben diese Früchte hier, diese Savarot heißt das, verkauft. Also nicht Saparot, sondern Savarot. Ne? Und das ist, sieht jetzt aus wie ein Granatapfel, ist es aber nicht. Zum Vergleich, das ist ein Granatapfel. Und im Innern sind die sehr ja, vitaminreich. Man sagt, die enthalten viel Vitamin C und sind gut für die Verdauung. Und es wird denen einiges so zugeschrieben, was daran so toll ist. Ob das alles auch stimmt, ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht überprüfen. Aber die Leute mögen die Früchte und sind bereit, ziemlich ja, viel Geld auszugeben hier in Thailand für die thailändischen Verhältnisse. Also sie sind nicht unbedingt billig, die sind bei 50 Baht das Kilo. Und ist ja eigentlich mehr die Schale drinnen, ist ein bisschen was zu essen, zeige ich euch gleich, da schneiden wir ein paar auf. Ja, also wie gesagt, das sind die Granatäpfel, auch sehr lecker. Und das sind jetzt auch nochmal Savarot, die etwas kleineren. Es gibt verschiedene Arten, muss ich dazu sagen. Es gibt welche, die etwas süßlich im Innern sind oder auch ein bisschen säuerlich schmecken, aber schmecken eigentlich ganz gut. Ich habe schon viele gegessen und ja, für die Verdauung, für den Magen-Darm-Trakt sind die eigentlich, also man fühlt sich sehr wohl, sage ich jetzt mal, wenn man solche Früchte isst. Also das ist ja, ich kann sie nur empfehlen, probiert sie einfach mal. Ja, dann haben wir noch hier diese, sehen aus, wie die heißen jetzt auf Thailändisch. What's the name of this, Schatzi? Long Kong. Die Long Kong, ja. Also die sind, ja, die kennt ihr auch. Und dann die Drachenfrucht kennt ihr auch, habe ich schon mal gezeigt. Also heute geht es eigentlich um diese Savarot, ne? Und jetzt noch zu diesem Savarot. Ja, wie gesagt, die waren am Straßenverkauf und wie sie meine Frau gesehen hat, da wir da sowieso unterwegs nach Hause waren, hat die gleich ein paar, also insgesamt 5 kleinere Säcke gekauft davon und die haben wir dann mitgenommen. Und gleich nächsten Tag am Markt verkauft, sind noch ein paar übrig, aber die haben sich sehr gut verkauft. Und ja, die konnte sie halt ziemlich billig einkaufen und wusste, dass die hier am Markt in Surin gesucht sind und die Leute die gerne mögen. Ja, und so hat sie halt kleineres Geschäft noch gemacht. Da ist sie jetzt sehr happy, nicht? Also, die verkaufen sich sehr gut und wir haben die, auch die Adresse von der Frau. Wahrscheinlich wird die immer wieder mal nachbestellen, wenn sie sowieso schon am Markt geht mit ihren Clip-Up. Und was man sonst noch so hat, kann sie auch diese Früchte zusätzlich verkaufen. Ne? So, also das ist zu den Früchten. Nochmal die Savarot. Es gibt verschiedene Arten, die sind jetzt die roten. Es gibt aber auch grüne im Außen und sind. Ja, mehrere Sorten gibt es, aber die sind alle irgendwie schon lecker. Ja, und dann noch zu unseren Hunden kurz, denen scheint es jetzt schon besser zu gehen. Wir tun sie ja pflegen und immer die Hunden desinfizieren. Und ich hoffe, jetzt haben die auch die Spritze bekommen. Ich hoffe, dass da keine Infektion oder sowas noch nachkommt, dann passt es wieder. Und ansonsten, ja. Onkel Nanon ist da, der ist auch beim Arbeiten, der hilft uns sehr hier. Ich habe schon gesagt, ich bin sehr froh, dass er wieder da ist.
Und so jemand wie Onkel Nanon ist eigentlich hier auf dem Land Gold wert. Also das ist wirklich so, der kennt sich in allem aus und gut, er muss nicht ständig arbeiten, er kann, wie gesagt, es liegt an ihm, aber er hilft uns eigentlich sehr viel. Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mir so jemanden gönnen wie Onkel Nanon und einfach ihm einen normalen Lohn zahlen, der dann wirklich hier arbeitet und auf alles aufpasst. Doch leider können wir uns das so nicht leisten. Gut, er kriegt Geld natürlich und er kriegt sein Essen hier, und, aber es steht ihm frei. Das heißt, er kann, wenn er arbeiten will, tut er das, wenn nicht, eben nicht. Aber ich muss sagen, der Mann ist sehr fleißig und sehr zuverlässig. Ne? Okay, jetzt würde ich sagen, öffnen wir mal die Früchte. Oder besser gesagt, ich lasse das lieber meiner Frau, die kennt sich besser aus, um mal die Früchte im Inneren zu zeigen, nicht? Wie das so aussieht. Okay, also, jetzt lauf Schatz hier an. So, tauschen wir einfach mal Kamera. So, das ist also meine Frau, die Amonrad. Und die wird uns jetzt zeigen, wie man die Früchte isst oder zubereitet oder wie auch immer. Also einfach. Die sind die Nong Kong, die viele von euch kennen die schon. Ja, ich weiß es gar nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber sehen auch so wie Litschis. Oder jedenfalls, die sind sehr lecker, ich mag sie. Ja, can eat so. Ich kenne jetzt auch nicht die deutsche Benennung von allen. Und ja. Sweet, ne? Sind süß. Das ist jetzt der Granat. Entschuldigung, der Granatapfel. Die sind auch sehr lecker. Ja, die sehen so innerlich aus. Ne? Color red, color white, color ja. Pink. Also es gibt mehrere Sorten auch von diesem. Die haben dann verschiedene Farben im Inneren. Das ist jetzt rot. Es gibt aber auch noch weiße und ja, andere Farben, sagt meine Frau. So. Und jetzt kommen wir zum Savarot. Also die habe ich bis jetzt noch nicht so probiert und auch nicht so richtig gekannt bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie wieder am Markt, immer wieder am Markt gesehen. So, das ist jetzt, so sehen die aus im Inneren. Different. Also man sieht jetzt den Unterschied zwischen Granatapfel und dieser Savarot. Granatapfel heißt auf Thailändisch, wie heißen die? Taptim oder so. Taptim. Taptim, ja. Ja, die kleinen, aber es kommt auf das Innere drauf an. Das wird dann so, kann man so mit einem Löffel irgendwie ausholen und essen. Das ist sehr lecker, Leute. Ja, das zeige ich uns mal. So. Die tut jetzt da einfach raus. Man kann sie dann auch aus, wie gesagt, aus der Tasse oder aus dem Becher oder kleines, was auch immer, essen. Yeah. Keep in fridge or eat so. Okay, ja, man sollte ja also im Kühlschrank aufbewahren, wenn sie. Yeah, like Also man sieht, es ist sehr viel Schale. Sehr viel Schale da. Und etwas wenig drin. Aber das Gute da drin, ja, sehr lecker und soll sehr Gesundheit. Soll sehr gesund sein, sagt man hier. So, und dann die Drachenfrucht. Eat so too. Die kann sie sehr gut schälen. Die schneidet sie dann einfach auf und esse sie. Das ist jetzt die rote. Das ist jetzt die rote Drachenfrucht. Ne? Es gibt dann auch noch die weiße. Solche haben wir auch im Garten. Aber die rote, guckt euch das mal an, Leute. So blutrot. Sehr, sehr lecker. Eat cold, can eat. Lecker. Also, lecker. Wie gesagt, neu für mich ist diese Savarot. Die habe ich noch nie probiert gehabt und bin eigentlich sehr begeistert davon. So. So, Leute, und jetzt geht's ans Probieren. Also, erstmal, ja, will ich euch zeigen, wie die gegessen wird, ne? It's so, it's so.
Eat. Yeah, eat. Some people put salt. Ja, manche tun Salz drauf, sagt meine Frau. Aber Leute, wenn die schon süß ist, warum soll ich da Salz drauf tun? Vielleicht auch die sauren, ja. Aber die hier, also man sieht, sehr, sehr lecker. And smell, gut smell. Ja, und riechen auch gut auf jeden Fall. Also. Yeah, good. Good for bowel and good toilet, very good. Das ist also unsere Savarot. Ja, Granatapfel, den muss man dann irgendwie schon da die, das Ganze raus. Aber die meisten kennen Granatapfel. So, und dann unsere Drachenfrucht. Guckt euch das mal an, wie schön die sind. Kann ich. Ja, die esse ich sehr gerne. So Leute, also die Früchte aus Thailand, gibt einige davon, jetzt kann ich nur zeigen, es gibt sehr viele, wenn man da nachgeht. Ich gehe immer noch manchmal vorbei und sehe da irgendwelche, dass ich sage, was ist das, wie isst man die oder so, also ich kenne bei weitem noch nicht alle. Ne? Ja, okay, das war es also heute mit den Früchten und wie gesagt, wir warten jetzt, dass unser Chan kommt und dann geht's ran an die Arbeit. Da ist heute richtig was los. Jede Menge Arbeit und viel zu tun. Ja, aber das muss sein. Diese Bambushütten müssen jetzt weg. Die sind mir wie ein Dorn im Auge. Hoppala. Da fällt das Ding auseinander. Ja, nichts ist für die Ewigkeit. Okay, Leute. Also, euch alle noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.